In diesem Video möchte ich euch einmal ein paar Apple Pencil Tipps geben, und zwar meine persönlichen Top 5 plus einen kleinen Extra-Tipp am Ende des Videos. Apropos Tipps, falls euch interessiert, was das hier für eine rote Kappe ist, das ist ein sogenanntes Apple Pencil Tip Cover. Und dazu habe ich auch bereits schon mal ein Video gemacht. Ich blende euch das hier oben rechts nochmal kurz ein. Der erste Tipp befasst sich mit den Screenshots. Üblicherweise könnt ihr natürlich einen Screenshot machen mit dem iPad. Das geht normalerweise über den Standby-Button und der Lautstärke-Taste, drückt ihr diese gleichzeitig. So wird ein Screenshot ausgelöst. Und diesen könnt ihr dann natürlich auch mit dem Apple Pencil bearbeiten. Aber ihr könnt auch direkt mit dem Apple Pencil einen Screenshot machen. Die meisten wischen dazu komplett in die Mitte rein, das ist gar nicht nötig. Ihr könnt von der linken oder rechten unteren Ecke einfach einen Screenshot machen, indem ihr so ansetzt. Ich mache das jetzt einmal ganz langsam, da seht ihr das einmal. Und sobald ihr loslasst, löst der Screenshot aus und auch diesen hier könnt ihr einfach frei bearbeiten, wie ihr das wollt. Wollt ihr diesen Screenshot speichern, geht ihr hier auf Fertig und könnt ihn dann in Fotos sichern oder in Dateien oder auch das Bildschirmfoto löschen. Wie gesagt, die meisten wischen dazu komplett in die Mitte, das ist aber gar nicht notwendig, denn es reicht nur eine kleine Bewegung, so wie hier, damit der Screenshot auslöst und das geht, wie gesagt, von beiden Seiten ganz easy. Für den zweiten Tipp gehen wir einmal in die Notizen-App rein. Und hier sehen wir schon mal direkt die große Tastatur. In einem meiner Quick-Tip-Videos habe ich euch ja bereits zu der Tastatur hier ein Video gezeigt. Das verlinke ich euch hier oben auch nochmal. Ihr könnt ganz einfach mit zwei Fingern die Tastatur einmal klein machen und dann habt ihr eine Smartphone-Tastatur. Nun könnt ihr mit dem Apple Pencil hier auf dieser Tastatur schreiben und zwar über die Swipe-Funktion. Ihr könnt natürlich auch die Buchstaben tippen, aber ihr könnt auch einfach darauf gedrückt halten und dann eure Buchstaben ziehen, so wie das Wort entstehen soll. Und dann könnt ihr damit schreiben. Für den dritten Tipp bleiben wir einmal kurz bei der Notizen-App, denn ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr das iPad gesperrt habt, durch ein einfaches Tippen auf das Display direkt eine Notiz zu erstellen. Das heißt, ihr tippt einfach jetzt nur drauf und schon öffnet sich sofort das Display bzw. die Notizen-App und ihr könnt losmalen oder losschreiben. Wenn ihr jetzt hier nochmal drauf geht, um wieder auf Standby zu gehen und das Ganze wiederholt, dann würde sich jetzt eine neue Notiz öffnen. Die Notizen, die ihr vorher jetzt gemacht habt, sind nicht verloren, sondern beide sofort gespeichert. Um diese Funktion nutzen zu können, müsst ihr allerdings vorher das Ganze in den Einstellungen auch aktiviert haben. Dort könnt ihr nämlich auch einstellen, dass wenn ihr quasi das Ganze erwachen lasst durch euren Tipp, hier eine neue Notiz erstellt oder vielleicht auch die vorherige fortführen könnt. Das schauen wir uns jetzt einmal kurz an. Dazu gehen wir jetzt einmal in die iPad-Einstellungen rein und dort in die Notizen-Einstellungen. Und hier sehen wir ganz unten Zugriff im Sperrbildschirm ein. Das ist jetzt aktiviert und deswegen funktioniert das auch so, wie wir es gerade gesehen haben. Und hier ist, wie gesagt, das aktiviert, dass ihr immer eine neue Notiz erstellt. Ihr könnt aber auch die letzte Notiz fortsetzen. Und wenn ihr diese auswählt, dann öffnet sich nochmal ein kleines Untermenü, wo ihr dann auch nochmal einstellen könnt, letzte Notiz fortsetzen im Sperrbildschirm oder in der Notizen-App anzeigen, neue Notiz erstellen nach 5 Minuten, 10 Minuten und so weiter. Ihr könnt das also noch ein bisschen in der Tiefe einstellen oder das Ganze natürlich auch deaktivieren, falls ihr das nicht wünscht. Und bleiben wir kurz in den Einstellungen, denn der vierte Tipp betrifft den Apple Pencil und das sogenannte Kritzeln. Das bedeutet, hier in der Apple Pencil Funktion oder in den Einstellungen des Apple Pencils habt ihr die Möglichkeit, hier Kritzeln zu aktivieren. Das funktioniert manchmal auch nur, wenn ihr vorher unter Tastaturen die englische Tastatur hinzufügt. Das heißt, ihr geht hier erstmal auf Allgemein, auf Tastatur, Tastaturen und fügt hier, so wie hier auch zu sehen, einmal Englisch Großbritannien hinzu. Dann sollte auf jeden Fall das Ganze hier erscheinen. Also hier seht ihr auch Englisch kritzeln und das könnt ihr einfach aktivieren und dann direkt losmalen bzw. losschreiben. Denn das Ganze hat ja die Funktion, dass hier dieser Stift auftaucht mit dem A drauf und dann könnt ihr halt einfach Buchstaben so malen und die werden als Wort übertragen. Das funktioniert in der Notizen-App als auch natürlich im Safari-Browser. Dort könnt ihr eine www-Adresse eingeben. Oder. Der fünfte Tipp betrifft nochmal die Einstellung vom Apple Pencil, denn ihr habt, wenn ihr hier drinnen seid, natürlich die Funktion, hier irgendwas zu malen. Ja,
Da könnt ihr einfach jetzt irgendwas malen. Und wenn ihr einen Doppeltipp macht, dann reagiert hier der Radiergummi. Und damit könnt ihr dann quasi alles wieder wegmachen. Diese Funktion, dass hier der Radiergummi erscheint, könnt ihr aber auch umstellen. Und dazu gehen wir nochmal zurück in die Einstellungen rein. Und dann sind wir hier in den Apple Pencil Einstellungen und sehen aktuelles Werkzeug und Radiergummi wechseln. Oder aktuelles und letztes Werkzeug wechseln oder zum Beispiel auch eine Farbpalette anzeigen. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Und wenn wir jetzt hier am Malen sind, dann können wir jetzt hier einen Doppeltipp drauf machen und es scheint die Farbpalette und wir können uns eine schöne Farbe aussuchen und dann damit weitermalen und dann wieder zurück, um dann wieder eine neue Farbe auszusuchen. Das funktioniert also wunderbar. Ja, das waren schon meine 5 Tipps zum Apple Pencil. Es gibt jetzt noch einen kleinen Zusatztipp, den habe ich aber auch schon bereits in meinen vorherigen Videos mal gezeigt. Und zwar gibt es auch die Möglichkeit, den Apple Pencil als Home-Button zu benutzen. Das ist eigentlich auch eine sehr coole Funktion. Das heißt, ihr müsst einfach nur mit dem Apple Pencil oder der Apple Pencil Spitze pixelgenau in die linke oder rechte untere Ecke einmal reintippen. Ich nehme dazu einmal das Tipcover hier ab, obwohl das gar nicht nötig ist. Das funktioniert auch mit, wie ich in meinem Tipcover-Video schon gezeigt habe oder beziehungsweise in dem Video, wie man den Apple Pencil als Home-Button benutzt. Aber jetzt könnt ihr das ein bisschen besser sehen vielleicht. Und es ist wirklich ein bisschen schwierig und tricky. Es funktioniert aber definitiv mit allen neueren iPads, mit dem Apple Pencil 1 und auch mit dem Apple Pencil 2. Und das Ganze sieht dann so aus. Ihr tippt hier einfach unten einmal in die Ecke rein. So. Und dann schließt das Ganze. Ich zeige es euch nochmal. So, und das geht wie gesagt auch auf beiden Seiten. Also links und rechts. Ja, ihr müsst halt nur, wie gesagt, die richtige Stelle treffen. Und das braucht manchmal einfach ein bisschen Übung. Es ist im Prinzip genau diese Stelle, wo diese gerade Kante anfängt, eine leichte Kurve zu werden. Und wenn ihr da hintippt, aber schon noch irgendwie ins Display rein, nicht unbedingt außen am Rand, dann sollte es funktionieren. Es ist ein bisschen knifflig. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr es schnell geschafft habt oder ob ihr schon wahnsinnig geworden seid davon. Wie gesagt, es funktioniert auch mit diesem Tipcover tatsächlich drauf. Und ja, ich kann euch das sonst noch mal ganz kurz demonstrieren. So, es funktioniert auf jeden Fall auch mit dem Tipcover, aber es ist etwas friemelig. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas weiterhelfen, vielleicht auch für Inspiration sorgen. Und natürlich wünsche ich mir auch, dass euch das Video gefallen hat. Und falls ja, dann lasst es mich gerne wissen, indem ihr mir einen Daumen nach oben streckt. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Video.